Ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. Hier ist es. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Ich habe dieses Objektiv schon sehr intensiv getestet, damit fotografiert, habe mich dann aber entschieden, dass ich eigentlich schon ein Objektiv habe, das diesen Bereich abdeckt. Und ja, ich dachte, wieso jetzt der Sinneswandel? Den möchte ich mit euch teilen und eben auch die offenen Fragen, ob es wirklich die richtige Entscheidung war oder nicht. Also bleibt einfach bis zum Intro dran und dann kommt die Auflösung. So, der Karton wird jetzt geöffnet. Ich habe ihn tatsächlich selbst noch nicht geöffnet. Das heißt, ihr könnt das hier auch als sehr billiges Unboxing sehen. Hier ist Styropor. Hier kommt die Objektivtasche. Ihr seht schon, es wurde kein RF Supertele, dafür bin ich zu knausrig oder fehlt mir das Geld momentan. Und wenn wir es hier öffnen, sehr gut verpackt glücklicherweise, kommt das eigentliche Objektiv und ich denke, die allermeisten von euch werden es mittlerweile erahnt haben oder wissen es bereits. Es ist das RF 100 bis 500er, das ich eben letztes Jahr in Spanien und in Russland in der Arktis schon dabei hatte. Ich habe damals ja gesagt, dass ich eigentlich das 70-200er habe für Motive, die näher sind, wie zum Beispiel Steinböcke, wenn ich auch ein bisschen mehr Umgebung im Bild haben möchte. Und dass ich eigentlich am 70 bis 200 toll finde, abgesehen davon, dass ich nicht ein neues Objektiv kaufen muss, dass es mit Blende 2.8 bei 200 mm zum Beispiel natürlich eine viel bessere Hintergrundauflösung hat als dieses hier. Ich glaube, bei 200 mm müsste das schon bei Blende 5 oder vielleicht sogar 5.6 sein, das weiß ich nicht auswendig. Und das ist doch ein gewaltiger Unterschied und vielleicht wisst ihr, so schön aufgelöste Hintergründe, die mag ich sehr. Ich stehe halt hier auf, relativ auf die klassische Tierfotografie, wo halt der Hintergrund wirklich unscharf ist und darum habe ich auch so lange gehadert, eigentlich dieses Objektiv zu kaufen. Wieso habe ich mir es jetzt doch gekauft? Es ist ganz einfach. Ich denke, jeder von euch wird das geschnallt haben. 200 mm sind mir einfach manchmal zu wenig. Bei der EF-Version des 70-200er kann man zum Glück noch einen Konverter draufschrauben. Ich hatte auch den 1,4-Fach-Konverter häufig dabei, habe ihn nicht so oft draufgeschraubt. Dann käme man auf 280 mm. Das Problem ist einfach, meine nächstgrößere Brennweite ist das 600 mm Blende 4. Und da ist doch eine recht große Lücke. Je nachdem ist man relativ viel am Konverter wechseln, denn wenn ich unter 200 mm bin, möchte ich eigentlich den Konverter nicht drin haben, denn dann ist einfach die Hintergrundauflösung nicht so schön wie mit dem nackten 70 bis 200 bei 200 mm. Als Hintergrundinfo, um das Ganze ein bisschen ausführen. Ohne Konverter habe ich ein 200 mm 2.8. Wenn ich den Konverter rein tue, dann habe ich irgendwie eine 105 bis 280 Blende 4. Das heißt, der Konverter lohnt sich wirklich nur ab 200 mm. Und das war mir dann einfach zu viel Gewechsel. Und ich verspreche mir hier halt die Option, wirklich relativ flexibel reagieren zu können. Und dieses 70 bis 200er war mir halt für gewisse Tiere, namentlich Vögel, manchmal so kurz, dass es gar nicht mehr mitgekommen ist in die Fototasche. Und das war eigentlich schade. Als ich das Review über das RF 100 bis 400er gemacht habe, das ja wirklich ein sehr günstiges Objektiv ist, hatte ich an einer Kamera das 600 mm, an der anderen das 100 bis 400er. Und ich habe erstaunlich häufig das 100 bis 400er in die Hand genommen, ein paar Fotos gemacht, dachte mir, wow, das müsste ich öfters machen. Aber nachher hat es das 70 bis 200er nie mehr in die Tasche geschafft. Und meine Idee wäre auch in so Situationen, wenn ich zum Beispiel Schweine fotografiere mit Jungen und ich gehe auf die jungen Schweine, dann habe ich 600 mm, ich bin auch froh um die Brennweite und auf einmal kommt ein Schwan, der sozusagen auf der Mutter Taxi fährt. Ja, je nachdem kann natürlich der Ausschnitt schön sein, aber manchmal bräuchte ich dann einfach eben nicht 70 mm, aber vielleicht 300, 400, 500. Und ich hoffe wirklich, dass dieses hier gute Dienste erfüllen wird. Und diese Flexibilität mit mehr Zoombereich und keinem mühsamen Konverterwechsel mehr. Ich habe damals schon gesagt, falls ich irgendwie mal auf eine größere Reise gehen würde, könnte ich mir gut vorstellen, das Objektiv noch zu kaufen. Und ja, Spoiler Alert, tatsächlich steht für den Spätsommer ein bisschen eine größere Reise an. Es kommen dann noch mehrere Videos dazu wahrscheinlich. Und das war schon auch ein Grund, wieso ich mir dieses Objektiv jetzt zugetan habe. Und dann gibt es noch ein paar weitere kleine Features, die ich einfach an dem mag. Zum Beispiel die Naheinstellgrenze von circa 1 Meter.
Und bei 500 mm erreicht man so einfach einen wirklich coolen großen Abbildungsmaßstab. Und das Objektiv eignet sich somit für, sagen wir mal, Gelegenheitsmakros wie Schmetterlinge, Libellen und so weiter sehr gut. Eben dann, wenn ich nicht mit meinem richtigen Makroobjektiv hingehe und Stativ aufbaue und alles, sondern einfach so im Vorbeigehen. Auch für Amphibien, denke ich, wäre es recht cool. Dann ist der Autofokus, fand ich, schon merklich besser als bei dem hier. Und gleiches gilt für den Bildstabilisator. Und das ist bei der Fotografie vielleicht halbwegs wichtig, aber auch hier wieder extrem cool, stelle ich mir die Linse auch zum Filmen vor. Das habe ich vor einem Jahr noch nicht ganz so intensiv durchgezogen. Denn durch den besseren Bildstabilisator sind einfach die ganzen Freihandfilme deutlich besser, wie wenn ich mein 600 mm nehme. Ich muss mal schauen, es könnte gut sein, dass ich dann manchmal beide Kameras dabei habe. Der 600er mehr für die Fotografie und das hier mehr fürs Filmen. Ich denke, das wird sich alles zeigen. Also die einzigen Bedenken, die ich noch habe, liegen eben bei der Hintergrundauflösung, bei der zu großen Schärfentiefe bei diesem Objektiv. Allerdings habe ich mir da auch gedacht, bei den Steinböcken, wenn ich wirklich eine so kleine Schärfentiefe will, dann nehme ich meistens schon mein 600er. Es gibt ein paar Situationen, da möchte ich mehr Umgebung und diese soll unscharf sein. Ein Beispiel hängt da drüben mit dem Steinbock, das ich mit dem Objektiv mit 135 mm aufgenommen habe, wo man ein paar sehr hohe, bekannte Schweizer Berge ziemlich unscharf im Hintergrund sieht. Das wäre ein Look, den ich mit dem nicht hingekriegt hätte. Aber für viele Fotos, die ich letztes Jahr gemacht habe, wo es einfach coole Lichtstimmungen gab und der Hintergrund eh extrem weit weg war oder der Hintergrund vielleicht nur Himmel war, da kommt es nicht drauf an. Und gleichzeitig fand ich dann ein paar Mal, jetzt bräuchte ich doch wieder mehr als 200 mm. Gleichzeitig war das 600er fast zu viel. Also ich denke, für die nächste Zeit werde ich einfach vermehrt mit diesem hier unterwegs sein. Dieses für gewisse Sachen schon noch mitnehmen, aber eher ein bisschen im Schrank lassen und dann einmal schauen über die nächsten paar Monate. Wie gesagt, ob mir ein Objektiv grundsätzlich gefällt, das merke ich relativ schnell und ob es so performt, wie ich es mir vorstelle. Aber ob ich dann finde, es kann wirklich in der Praxis das andere ersetzen, das ist so individuell. Ich denke, das wird jetzt einfach die Zeit zeigen und da gilt es abzuwarten. Das Review über dieses Objektiv ist tatsächlich eines meiner beliebtesten Videos auf meinem YouTube-Kanal. Also, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, es kommt gleich oben in der Ecke, schaut es euch doch an. Und ich habe mich einfach gefragt, habt ihr auch Interesse nicht nur an Reviews zu den Objektiven, sondern eben auch über solche Entscheidungen, soll ich dann effektiv das eine mit dem anderen durch das andere ersetzen, wo ich meine Gedanken ein bisschen teile und dann vielleicht auch nächste Frage, wärt ihr interessiert an einem Follow-up? Wie sieht es aus in einem halben Jahr oder in einem Jahr? Habe ich das Objektiv noch und das nicht mehr oder vielleicht genau umgekehrt? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, dann kann ich vielleicht wirklich ein bisschen mehr Videos machen, die perfekt zu euch passen. Und damit verabschiede ich mich auch. Macht's gut. Ciao.